So Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon XD. Im letzten Part haben wir ein bisschen über Let's Pushio geredet und reden jetzt auch noch weiter über dieses Thema. Das ist ganz wichtig. Und wir sind jetzt in der Magma Etage angekommen und kriegen eine Nachricht. Nieder mit dem Krypto. Was denn? Mein lieber Takiro, hallo, das ist meine erste E-Mail. Ich habe vorhin aus Versehen einen Lehrer geschickt. Entschuldige, auch meine Tippfehler. Auch meine Tippfehler. Diese Technik hat sehr peinlich. Okay. So, das hier müssen wir, damit wir da gleich rauflatschen können. Denn auf Magma dürfen wir ja nicht gehen. Da sterben wir nicht, aber wir können da nicht hin. Finde ich ein bisschen schade. Weil wer will nicht mehr da einmal latschen? So, jetzt überlege ich gerade, wie wir da hinkommen können. Wir machen es einfach so. Zwei Perleber, cool. So, jetzt reden wir jetzt aber ganz stark über Let's Pushio. Denn, so, er hat mir ja ein Video gegen hat ja ein Video über meinen Kanal gemacht, damit ich halt eventuell mehr Abonnenten bekommen kann und so weiter. So, und ihr merkt ganz richtig, da ist nicht richtig dran. Also wir können hier noch nicht latschen. Also der ist schon richtig dran, aber wir müssen jetzt hier vorne auch einmachen. So, damit das alles versickert. Ist natürlich total logisch, dass sowas dann zu Gestein kommt. Glaube ich jedenfalls. Ich müsste mal nachschauen, ob das überhaupt wirklich logisch ist. Also physikalisch logisch ist. Müssen wir mal gucken. Vielleicht wisst ihr das auch, dann könnt ihr mir die Arbeit ersparen. Deswegen schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wissen tut. Wäre auf jeden Fall interessant, ob Magma, sobald es nicht Zufluss bekommt, zu Gestein wird. Also ich weiß, dass man Wasser dazu geben kann, dass es dann eventuell Wasser werden könnte. Das wisse ich, aber... Aber wie gesagt, das... Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. So, jetzt gehen wir jetzt wirklich zum eigentlichen Thema. Auch wenn wir jetzt schon wieder kämpfen müssen. Also, er hat natürlich gesagt, dass mein Titelbild gar nicht mehr ist in Ordnung, ne? Aber halt, man sollte es besser machen, da sollte man kostenlos irgendwelche machen, das ganz gerne, weil die viel Zeit haben und so weiter. Wird ja auch jetzt hier immer angeboten, nur halt gegen Geld, das ist dann aber auch nicht recht, das ist auch nicht rechtlich. Also wenn ihr sowas mal habt, nicht drauf eingehen, ist nämlich nicht abgesichert und ist nicht erlaubt in der Hinsicht. So, weil das, schwarz ist, Schwarzarbeit ist und das möchte der Staat nicht. So, aber jetzt, darum geht es ja gar nicht. So, dann ist er zu meinen Videos gekommen und da ist jetzt eigentlich schon der Hauptpunkt, was ich nicht verstanden habe. Und zwar, er zeigt in seinem Video einen Ausschnitt aus League of Legends. Also ich hatte zwei Parts gemacht von, weil das Match dauerte, glaube ich, 30 Minuten. Dann habe ich das 15:15 gemacht oder so, oder 20:20. Ich weiß es jetzt nicht, wie lange es ungefähr gedauert hat. Waren auf jeden Fall zwei Parts. Und da hat er halt gezeigt und ich habe in dieser Stelle kaum geredet. Also, da ich ja beim Derokiri war, da haben wir auch wenig unterhalten, weil er zockte da gerade irgendwas, glaube ich, oder sonst irgendwas. Und sorry, ich bin jetzt gerade in den Tisch geknallt. Ja. Da haben wir dann auch nicht viel geredet, weil es passiert auch nicht viel Spannendes, weil ich habe meine Aufgabe relativ gut gemacht, beziehungsweise gegen Bots habe ich gespielt, weil ich zu schlecht bin in League of Legends und als ständiger Farmer, also Leute, die mich da farmen können, werde ich in meinem Team dafür nicht gerne gesehen, ne? Ist ja logisch, weil ich supporte dadurch die Gegner, obwohl ich das ja nicht echt ehrlich, obwohl ich das ja nicht, mit Absicht mache. Und so weiter, deswegen habe ich dazu derzeit Bots gespielt, weil ich trainieren wollte.
und halt eventuell per Skins kaufen können und so weiter. So, das war ja der eigentliche Punkt. So. Dann hat er einen Ausschnitt gezeigt, in dem Part habe ich nichts gezählt. Und er zählt dann aber, dass die anderen Projekte, zum Beispiel ihm gefiel sehr Final Fantasy 1. So. Und hier ist die Frage. Das macht keinen Sinn. Warum zeigt ihr einen Ausschnitt aus League of Legends, der für meinen Kanal nachteilig ist, sagt aber, ihm gefiel das Let's Play von Final Fantasy 1? Leute, ganz ehrlich, warum? Und das habe ich auch in meinem Antwortvideo darauf, habe ich da auch gesagt, warum? Also ich habe ich war mit der Bewertung an sich zufrieden, ist in Ordnung, ne? Man kann sich verbessern und so weiter. Aber ich war mit der einen Sache nicht einverstanden und das habe ich in diesem Video auch öfters erzählt, weil ich dadurch auch angeschrieben wurde von ganz vielen Leuten, die mich durchgehatet haben. Ich weiß bis heute nicht wieso, ich verstehe es auch bis heute nicht wieso. Ja, diese Tatsache hat mich gefuchst, muss ich sagen, hat mich genervt und so weiter. Und ja, das habe ich nicht verstanden. Warum? Weil er sagt, er findet das eine Let's Play, Final Fantasy 1, cool, weil das macht nicht jeder, spielt nicht jeder so ein Spiel. Die meisten fangen ja mit COD, GTA oder sonst irgendwas an. Und mein erstes Projekt war ja Final Fantasy 1. Ne? Ja, und zeigt dann aber Ausschnitte aus League of Legends. Da hat mir jetzt im Nachhinein hat mir dann halt einer gesagt, der den dauerhaft guckt, dass Let's Push You ein League of Legends Fan ist. Ja, darf er gerne sein. Das Problem ist nur, er hat dadurch meinen Kanal ein bisschen nachteiliger gezeigt, als hätte sein sollen. Ne? Also wie gesagt, an seine Bewertung habe ich nichts. Mit der war ich, wie gesagt, komplett zufrieden. War ich zufrieden mit. Ich war einfach nur mit diesem einen Punkt nicht einverstanden. So, ich dachte, hier kommt noch ein Gegner, deswegen habe ich vorsichtshalber einen Beleber benutzt. Ja, und diese Tatsache habe ich einfach nicht in meinen Kopf bekommen, weil das machte für mich einfach keinen Sinn. Das machte keinen Sinn. Und, ja, das ist so der Punkt, den ich nicht verstanden habe. Und wie ich es gerade erwähnt hatte, daraufhin habe ich ja ein Antwortvideo gemacht. Natürlich hätte ich dann den Unterkommentar, ich wollte eigentlich nichts dazu sagen, aber ich möchte es doch, ne? Habe ich dann, glaube ich, 97 oder 42, Entschuldigung, wieder mein Mikrofon weggehauen. Ich glaube, so 42 Minuten war das. Ich meine, ich hätte es noch auf privat habe ich es noch gestellt. Ich glaube es jedenfalls, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ja, war mein meist disgelikedes Video. Und Leute, das ist so eine geile Auffassung. Du machst ein Video, ne? Hast Punkte angeschrieben gehabt. Unter anderem habe ich mich auch gewehrt, dass man halt das mit billigen Projekten wie Windows Movie Maker gearbeitet habe und so weiter. Habe ich ja gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich ja mit Camtasia und Sony Vegas bereits gearbeitet und habe gesagt, da die Projekte ja schon teuer sind, ne, die waren ja schon ordentlich teuer, finde ich natürlich zu Unrecht, die sind nämlich ihr Geld in der sich nicht wert, finde ich jedenfalls, aber das ist ein anderes Thema, ne? Und darüber haben sich ja ganz viele lustig gemacht, da diese beiden Projekte ja nicht so gut sind, deswegen sagte ich ja, im Grunde haben sie ja recht, das sind nicht ganz so gute Programme und dafür dann so viel Schweinekohle. Ja. So, das war der Punkt, dann war natürlich der Hauptpunkt, wirklich der Hauptpunkt. Und Leute, das hat kein Mensch verstanden. Das habe ich bis heute, das verstehe ich bis heute nicht, wie man das nicht verstehen kann. Es wird gesagt, ne, Final Fantasy 1, geiles Projekt, aber es zeigt nur 10 aus League of Legends, die meinen Kanal komplett benachteiligt. Das macht für mich keinen Sinn. Das hat keinen Sinn für mich gemacht.
Ne? Und das habe ich dann in dem Video auch dauerhaft geredet. Aber es hat kein Mensch verstanden. Stattdessen kriege ich, es war ein Samstag, Freitag habe ich, glaube ich, hochgeladen oder so, oder Donnerstag, ich weiß es nicht, wann ich es hochgeladen hatte. Die Antwort kam dann relativ fix. Ja, da wurde dann, bekam ich Hate ab. Da bekam ich im Minutentakt, kam dann scheiß Kommis, Kommentare unter das Video. Und ich dachte mir so, Leute, was ist denn los, ne? Bis mir einer gesagt hatte, ja, hier, Les Pusher hat ein Antwortvideo gemacht. Und da dachte ich mir so, okay. Gerade rein. Ja, 1 Stunde 8 Minuten ging's. Und da hat er dann jeden Punkt von mir aufgenommen. Ich muss gestehen, ich habe mir das Video 8 Minuten angeschaut. Danach hatte ich keine Lust mehr. Weil ich konnte mir einfach denken, dass wenn die Community von ihm schon so starrsinnig ist, dass er das wahrscheinlich ebenso tut. Und dass er dann meint, er wäre im Recht. Und so weiter. Kann ich, wie gesagt, bis heute kann ich nichts dazu sagen, weil ich wollte mir das nie antun. Ich mag es mir nicht selber zuzuhören. Also besonders wenn ich, in dem Form habe ich mich ja vor der Kamera gestellt. Ich habe das jetzt nicht so wie jetzt gerade gemacht, ne, dass ich dann einfach über Mikrofon rede. Würde ich jetzt zum Beispiel, würde ich mich locker anhören hören, das wäre kein Problem, aber es ist schon merkwürdig, wenn man sich in einem anderen Video selber sieht. Cool, danke. Ein Haiku-Gedicht. Auch nicht schlecht. Ja. Also ich glaube, hier war nur Scheiße drin. Naja, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Ich mochte es auf jeden Fall nicht, deswegen habe ich mir das Video nur 8 Minuten angeschaut. In dem Sinne habe ich dann auch gar kein richtiges Antwortvideo wieder darauf hinzumachen, weil ich dachte mir, Leute, das kann es doch nicht sein, das ist, was habt ihr mit den Leuten gemacht? Ich kann labern, was ich möchte. Mit einigen Hater-Kommentare habe ich ja mich eigentlich mit allen, mit so gut wie allen, denen ich auch antworten konnte, habe ich mich natürlich wieder in der Hinsicht versöhnt, weil ich habe natürlich auch was gemacht, was man nicht machen sollte. Das wäre zum Beispiel, ich habe mein Kanalbild mit anderen Kanalbildern verglichen, sogar mit Gronkh und Sarrazar zu der Zeit. Und weil mir einfach niemand gesagt hatte, warum ist mein Kanalbild scheiße, weil ich kenne mich wirklich mit Kanalbildern nicht aus. Und dann kommen da einfach viele sagen, ist scheiße. Aber keinen Grund sagen, ja? Ich liebe sowas, wenn man ohne Gründe irgendwas behauptet. Liebe ich. Wirklich, das sind wirklich die besten Leute. Und ja, bis mir dann jemand gesagt hat, ja hier, ist nicht richtig ausgeschnitten gewesen, die einzelnen Konsolen und so. Sieht ein bisschen blöd aus, das Mega Man sah ganz in Ordnung aus und so weiter. Ne, aber das Ausgeschnittene und so. Und dann halt durch, dass auch noch YouTube-Partner steht, dann steht da so ein... Zeigt das ein bisschen, dass man so eingebildet ist. Bin ich nicht. Leute, ich bin nicht eingebildet. Werde ich auch nie im Leben sein. Ich hasse solche Leute. Ne? Ist einfach so. Ja, Leute, das weiß ich doch nicht. Ne? Ich fand das Kanal, den Kanalbild, beziehungsweise, ich rede ja übers Titelbild. Kanalbild war ja Noctis, wie er auf seinem Thron saß. Dazu konnte man eigentlich wenig sagen, dass es scheiße war. Ja. Woher soll das bitte ein Laie wissen? Ne? Was da falsch dran war. So, und das hat mir niemand gesagt und deswegen habe ich dann einige Titelbilder mit meinem verglichen und habe zu einigen, für die ich mich bis heute, wie gesagt, ich entschuldige mich dafür immer noch, hätte ich nicht machen sollen, wenn ich in einer anderen Situation wäre, würde ich es auch nicht machen, weil es, wie gesagt, na, es war nicht gut. Ne? Finde ich bis heute auch nicht toll, was ich da gemacht hatte und so weiter. Entschuldige ich mich auch bei allen, die ich in diesem Video gezeigt habe. Warum fliegt hier eine Fliege jetzt rum?
Ich hasse so welche Fliegen, die hier rumfliegen. So, ja, war nicht gut. Gebe ich zu, das war echt, war eine scheiß Aktion. So, aber trotzdem. Wieso hat niemand die Pointe meines Videos verstanden? Und das habe ich nicht kapiert. Ne? Und deswegen habe ich auch kein richtiges Antwortvideo mehr gemacht, sondern habe einfach gesagt, Leute, ihr habt gewonnen, ich gebe auf. Hat den Schwanz eingezogen und hat gesagt, komm Leute, tut mir leid, was ich gemacht habe und so weiter, sorry und Ende. So, einige haben es mir böse genommen, der Push hat es mir bis heute böse genommen, der hat alle meine Kommentare dazu gelöscht. Ja, zudem, der hat gar nichts mehr drauf geantwortet. Finde ich scheiße. Ja, der hat einfach meine Kommentare gelöscht. Finde ich assi, so eine Situation. Aber sowas ist halt heutzutage ganz normal im Internet. Da wird einfach Ungeliebtes oder Sachen, die man nicht sehen möchte, einfach gelöscht. Gut, ist auch sein gutes Recht, unter seinen Videos darf man machen, was man möchte. Ich lösche auch einige Kommentare, die mir nicht passen. Das sind unter anderem welche, die Interesse heucheln. Ich liebe so welche Leute, wirklich. So, aber das machen wir vielleicht mal in einem Spezialvideo, hatte ich mir gedacht. Das werde ich mir vielleicht immer mal machen. Wenn sich die Leute häufen, die mir sowas senden. Ja. Das war so der Bereich Let's Bushio Fall gewesen. Hatte ich mal auch in einem Pokémon Pass goldenen Part, da war Mr. Goff oder Garf oder Goff, der unter anderem mein Titelbild und auch mein Kanalbild auf meiner jetzigen Facebook-Seite gemacht hatte. Vorher war es ja das Titelbild und Kanalbild auf dem YouTube-Kanal, jetzt sind es ja andere, jetzt ist ja Team Game Invaders und so weiter, ne? Deswegen. Mit dem habe ich das ja auch besprochen gehabt und der hat es ja auch gesagt, ne? Ja, es war eine merkwürdige und komische Situation, muss man einfach sagen. Und naja, sie ist vorbei. Das Video ist mittlerweile auch gelöscht, deswegen. So, das war es jetzt aber auch wirklich mit dem Let's Push You Fall. Und mit diesem Part, der jetzt ein klein wenig Überlänge bekommen hat, weil wir den Kampf hier noch beenden mussten. So Leute, das war es jetzt erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon XD wieder. Bis dann und haut raus. Ciao.